Weitere Wortmeldungen gibt es nicht, auch das. Und wir kommen zu Top 2. Aktuelle Stunde. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 18. April 2016 gemäß § 95 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu einer aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt. Thema: Wollen wir Videoüberwachung total? Wollen Teile der Landesregierung den Menschen in Nordrhein-Westfalen Sicherheit nur vorgaukeln? Drucksache Nummer 11753. Ich öffne die Aussprache und teile als nächsten Redner Herrn Herrmann von der Fraktion der Piraten hier das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause. Videoüberwachung ist ja hier kein neues Thema. Daher möchte ich Ihnen zunächst mal darlegen, warum wir hierfür heute eine Aktuelle Stunde beantragt haben. Wie Sie dem Antrag ja entnehmen können, geht es uns um den Beschluss, das ist der Beschluss Nummer 5 der Verkehrsministerkonferenz vom vergangenen Donnerstag. Darin bittet die Verkehrsministerkonferenz die Innenministerkonferenz, darauf hinzuwirken, Regeln zu ändern. Konkret ist gemeint, Gesetze zu ändern, und zwar vermutlich das Bundesdatenschutzgesetz. Noch ist also nichts geändert. Gerade deswegen müssen wir heute darüber sprechen, denn diese Ministerkonferenzen sind ja ziemlich intransparent arbeitende Gremien. Unter anderem entscheiden sie selbst, welche Berichte und Beschlüsse sie überhaupt veröffentlichen und arbeiten auch ansonsten hinter verschlossenen Türen. Unsere parlamentarischen Anfragen, Kenntnis über die Vorgänge in den Konferenzen zu erhalten, laufen regelmäßig ins Leere. Das passt unserer Auffassung nach überhaupt nicht zu einer Open-Government-Strategie und ist ganz sicher kein Vorbild für transparentes Regierungshandeln. Herr Minister Walter Borjans hat heute Morgen viel von Transparenz gesprochen. Für Unternehmen unterstütze ich vollkommen, aber die sollten Sie selber an den Tag legen, diese Transparenz bei diesen Ministerkonferenzen. Aber eben deshalb ist es für uns als Parlament wichtig, jetzt unsere Standpunkte einzubringen. Die Verkehrsminister drängen also die Innenminister, die Regeln und Gesetze zur Anwendung von Videoüberwachung zu ändern, um mehr Videoüberwachung möglich zu machen. Meine Damen und Herren, Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln unterliegt den gleichen Prinzipien wie Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Bevor Sie jetzt protestieren, ja, es sind unterschiedliche Gesetze, Landesgesetz, Bundesgesetz, aber die Prinzipien sind gleich. Denn bisher muss im Einzelfall die Notwendigkeit nachgewiesen werden, bevor eine Kameraüberwachung und der damit verbundene tiefe Grundrechtseingriff gesetzlich geregelt wird und damit in Grenzen erlaubt wird. Ansonsten wäre die Überwachung verboten. Noch. Wir haben im Januar zu unserem Antrag Schluss mit gefühlter Sicherheit, keine Ausweitung von Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen, darüber debattiert und auch bis heute im Rahmen der Beratungen zum Nachtragshaushalt. Immer wieder heißt es von Seiten der Landesregierung, dass jeder Einzelfall vor dem Einsatz von Kameras geprüft würde und jetzt im Rahmen des 15-Punkte-Plans nur an Kriminalitätsschwerpunkten mehr Videoüberwachung eingesetzt würde. 5 Stellen sind es nach aktuellem Stand, soweit ich weiß. Ich möchte das jetzt hier nicht bewerten, denn auch dazu haben wir ja eine differenzierte und kritische Einstellung. Aber zu keiner Zeit war von flächendeckender Videoüberwachung die Rede. Nicht nur Minister Jäger hat das ausgeschlossen, auch Kollegin Düker hatte sich im Januar hier klar und deutlich im Parlament gegen flächendeckende Videoüberwachung ausgesprochen. Kollegin Schäfer hatte noch im März hier in der Debatte betont, dass eine anlasslose, flächendeckende Videoüberwachung in ganz Nordrhein-Westfalen außer Scheinsicherheit gar nichts bringt. Und jetzt kommt die Verkehrsministerkonferenz und fordert schamlos eine flächendeckende, tageszeitunabhängige Videoaufzeichnung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ja, Sie benutzen tatsächlich das Wort, das Innenminister und Sicherheitspolitiker immer wieder vermeiden, flächendeckend. Und dieser Beschluss ist einstimmig gefallen. Herr Minister Groschek, ich frage mich da schon, wie haben Sie unser Bundesland in der Verkehrsministerkonferenz repräsentiert? War die Position abgesprochen? Wussten etwa die anderen Mitglieder der Landesregierung davon, dass sie eine flächendeckende Videoüberwachung fordern würden? Und wenn ja, was heißt das für die bisherigen Erklärungen hier im Haus? Man wolle ja gar keine flächendeckende Videoüberwachung. Also hier erwarten wir gleich ein paar schlüssige Erklärungen. Ich hoffe, die kommen. Denn auch wenn es in der Forderung nur um die öffentlichen Verkehrsmittel geht, ist das Vorgehen doch sehr bedenklich.
In dem Beschluss spricht die Verkehrsministerkonferenz konkret ein Dokument an, und zwar die Orientierungshilfe Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieses Dokument hat der Düsseldorfer Kreis, das ist ein Gremium der obersten Aufsichtsbehörden, die in Deutschland die Einhaltung des Datenschutzes überwachen, also die Bundes- und Landesdatenschutzbeauftragten, im September letzten Jahres verabschiedet. In dieser Orientierungshilfe Videoüberwachung stellen die Datenschützer fest, eine generelle zeitliche und räumlich durchgängige Videoüberwachung des gesamten Fahrgastbereichs ist nach § 6b Bundesdatenschutzgesetz in aller Regel unverhältnismäßig und somit unzulässig. Und nun in Ihrem Beschluss sehen die Verkehrsminister genau diese Feststellung mit Sorge. Das steht da so. Meine Damen und Herren, wir machen uns nicht über die unabhängigen Beauftragten für den Datenschutz Sorgen, sondern diese Verkehrsminister. Hier wird eine Gesetzesänderung gefordert, um dem Datenschutz die rechtliche Grundlage zu entziehen. Ich finde das schon eine skandalöse Forderung, ehrlich gesagt. Im weiteren Beschlusstext steht dann, die Feststellung der Datenschutzbeauftragten würde der Entwicklung eines Sicherheitskonzeptes entgegenstehen. Und ich frage mich, was Herr Minister Groschek sich da unter einem Sicherheitskonzept vorstellt. Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist das Sicherheitskonzept immer gleichgestellt mit Videoüberwachung. Das ist alles. Da gibt es keine ernsthafte Evaluation, keine evidenzbasierte Entscheidungsfindung, nichts. Das lässt sich alles im gleichen Beschluss nachlesen. Die Verkehrsminister möchte eine Konferenz möchte eine flächendeckende tageszeitunabhängige Videoaufzeichnung in öffentlichen Verkehrsmitteln schaffen und bittet gleichzeitig die Innenminister um eine Bewertung zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Herr Minister Groschek, warum fordern Sie das, wenn Sie gleichzeitig keinerlei Belege dafür haben, dass Videoüberwachung Straftaten überhaupt verhindert? Ich hoffe, dass Sie das gleich aufklären können. Grundsätzlich bleibt festzuhalten, eine anlasslose flächendeckende Videoüberwachung lässt sich nicht verfassungskonform umsetzen. Immer und überall überwacht zu werden, ist völlig unverhältnismäßig. Und ein solch massiver Eingriff in die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs muss strikt abgelehnt werden. Klären Sie uns über Ihre Pläne auf. Wollen Sie einen Big Brother-Staat aufbauen? Wollen Sie flächendeckende Videoüberwachung durch die Hintertür vielleicht auch auf Straßen- und Fußgängerzonen einführen? Auf Ihre Ausführungen sind wir gespannt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und für die SPD-Fraktion nimmt nun Stellung Herr Kollege Löcker. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen, Herr Herrmann, in den letzten 10 Minuten aufmerksam zugehört und mir meine Notizen gemacht auf dem Platz. Und den Notizzettel, den brauchte ich nicht wirklich zum Rednerpult mitnehmen. Ich konnte nämlich nicht wirklich viel Neues notieren in der Sache. Sie bringen hier im Rahmen einer Aktuellen Stunde nach einer mehrmonatigen Debatte auch in den Fachausschüssen sozusagen den dritten Aufguss zum Thema Videobeobachtung. Inhaltlich tragen Sie hier Ihrerseits bekannte Position vor. Zum Schluss haben Sie die nochmal angehängt, die wirkliche Absicht, die dahinter steht, und dass Sie sich sozusagen mit Ihrer politischen Haltung zum Thema Videobeobachtung auf Bahnhöfen, Straßen und Plätzen in der Mitte der Gesellschaft befinden. Das glauben doch nur Sie. Die Art und Weise, wie die das hier diskutieren und anführen. Und deshalb glauben Sie auch, dass dieses Thema zum wiederholten Male tagesaktuell behandelt werden sollte. Und im Gegensatz zu Ihnen, Herr Herrmann, sind wir inhaltlich schon weiter. Die Menschen erwarten von uns, das wissen Sie doch auch ganz genau, dass wir uns auf ihre berechtigten Sorgen und Ängste einstellen und auch politisch reagieren. Und unser Kompass ist dabei klar, damit wir uns da auch recht verstehen, wir wollen dies mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit tun. Und das ist auch der Ansatz aus meiner Sicht. Und bereits im Januar diesen Jahres haben wir zu diesem Thema hier erstmalig, anders war ja ein Antrag der CDU ja hier auch diskutiert, und ich habe dazu auch schon verkehrspolitisch Stellung bezogen. Immer mehr Verkehrsunternehmen gehen ja dazu über, in ihren Bussen und Bahnen, aber auch an Haltestellenanlagen, Videobeobachtungssysteme zu installieren. Hintergrund dieser Entwicklung sind einerseits die in den letzten Jahren ja verstärkt aufgetretenen Fälle von Vandalismus und gezielter Sachbeschädigung und andererseits aber auch der verstärkte Wunsch der Fahrgäste, der Menschen, die unterwegs sind, nach Erhöhung der Sicherheit,
Das können Sie ja nicht einfach weglassen in diesem Zusammenhang, dass die Politik sozusagen sich in dem Zusammenhang dann wegschleichen könnte. Videobeobachtung soll ja insbesondere eine sichere Beförderung und auch Eigentumsstörungen verhindern helfen. Ja, das ist so. Aufzeichnungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind ja sozusagen immer ereignisbezogen. Es gibt ja gar keine flächende Videoüberwachung in Fahrzeugen von Verkehrsunternehmen. Fahrerarbeitsplatz ist ausgenommen und nicht der ganze Bereich. In entsprechenden Fahrzeugen wird auch Video beobachtet. Das wissen Sie ja ganz genau. Und hier den Eindruck zu erwecken, das wäre sozusagen flächendeckend, jeder müsste sich beobachtet fühlen, entspricht doch nicht der Realität. Das ist doch abwegig, wenn Sie das hier vortragen. Die Zulässigkeit von Videoüberwachung ist ja immer eine Frage der Abwägung, das habe ich bereits erörtert, von bestehenden Rechtspositionen und Obhutspflichten einerseits und betroffenen Rechtsgütern andererseits. Darauf bin ich ja gerade eingegangen. Und Eigentum zu schützen, auf der einen Seite ist eben wichtig, auch das Sicherheitsbedürfnis der Fahrgäste zu respektieren. Also man muss zu Abwägungen kommen in dem Zusammenhang, denn es kommt ja auf die Regeln und auf die Wirkung an. Meine Damen und Herren, das ist ja entscheidend in dem Zusammenhang. Die Regeln sind ja bekannt. Es geht um das Hausrecht von Eigentümern und auch darauf, dass die Beobachtung überall auch angezeigt wird auf Plätzen und eben auch darum, dass man mit den ausgewerteten Bildern auch zweckentsprechend umgeht. Und ich will mal was aus der Realität, aus meiner Erfahrung sagen. 15 Jahre, die ich sozusagen auch in diesem Bereich unternehmerisch durchaus als Mitarbeitervertreter immer mit dabei gewesen bin, wenn entsprechende Auswertungen stattgefunden haben. Sehr oft auch mit Zustimmung meistens der beschäftigten Unternehmen, die durchaus Interesse daran hatten, dass man in die Aufzeichnung reinguckt, aber immer gemeinsam, mindestens im Sechs-Augen-Prinzip und natürlich immer, ich sag mal auch, so organisiert, dass klar ist, dass nur dann, wenn Polizei, Staatsanwalt und Gerichte sozusagen entsprechenden Zugriff organisieren mussten aufgrund von Vorgängen, dass man sich in dem Zusammenhang auch im Sechs-Augen-Prinzip dann die Bilder angeschaut hat. Nun kann man ja zu der Erkenntnis kommen, dass die Videoanlagen die Ihnen immer wieder zugesprochene Wirkung in der Realität gar nicht erfüllen. Das tun Sie ja. Hier Öffentlichkeit sozusagen den Eindruck zu erwecken, ja, das ist also eine Datensammelwut und das hat ja im Grunde genommen wenig Sinn. Das ist doch abwegig, was Sie hier vortragen. Die Geschäftsberichte der Unternehmen sprechen noch eine ganz andere Sprache. Da will ich mal darauf zu sprechen kommen. Sie können das ja in den Unternehmensberichten nachlesen, was das bei der EFAG und anderen Unternehmen ausgelöst hat, dass man vor 15 Jahren Videoüberwachung in den Fahrzeugen und auf den Plätzen eingeführt hat. Können Sie alles nachlesen, welche Wirkung das erzielt hat? Positive Wirkung, Rückgänge von Übergriffen, nicht nur auf Personal, sondern auch auf Fahrgäste in öffentlichen Räumen. Alles nachzulesen. So, da kann man natürlich hier darüber reden, ist das verhältnismäßig? Da sage ich Ihnen, ja sicher ist das verhältnismäßig. Ist doch völlig klar, wenn es Übergriffe auf Fahrerschaft und auf entsprechende Fahrgäste gibt, dann muss man immer wieder abwägen, gibt es die richtigen Instrumente. Und wenn die Wirkungen sich einstellen, meine Damen und Herren, dann ist das aus meiner Sicht auch zeitgemäß, dass wir das in der Form machen. Und das Land unterstützt das auch mit ihrem Kompetenzcenter, das über viele Jahre auch die Unternehmen dabei begleitet, ob man sich sozusagen auch auf dem richtigen Niveau befindet, zeitgemäß ist. Wenn es also auf die Wirkung ankommt, dann ist das Prinzip, der Fahrgast muss sich betreut und potenzielle Täter beobachtet fühlen, richtig. Das ist das Prinzip, nach dem wir verhältnismäßig hier politisch agieren wollen. Und die Rückmeldung bekommen wir auch aus den Wahlkreisen täglich. Das, was wir miteinander diskutieren, wenn wir mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenkommen, ist, die wünschen sich das, dass die Verkehrsunternehmen da genau hingucken. Und natürlich ist es in Ordnung, wenn man dazu auch eine Debatte führt, auch eine innenpolitische. Die ist ja in den letzten 4 Monaten auch geführt, von daher nähren Sie sich etwas der Realität an, in den Unternehmen, auf den öffentlichen Plätzen und tun Sie nicht so, als wenn Sie sozusagen mit Ihren Ausführungen in der Mitte der Gesellschaft stünden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Löcker. Jetzt spricht für die CDU-Fraktion Herr Rehbaum. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, George Orwell schilderte mit seinem Roman 1984 die düstere Vision eines totalen Überwachungsstaates. So klingt auch der Antrag der Piraten. Ich lese noch mal den Titel vor. Wollen wir Videoüberwachung total? Ich habe erst gelesen, wollen wir TV total? Wollen Teile der Landesregierung den Menschen in Nordrhein-Westfalen Sicherheit nur vorgaukeln? Bei diesen Worten wird einem ja Angst und Bange.
Angst ist aber beim Thema Videoüberwachung in Zügen und Bussen das entscheidende Stichwort. Angst, Unsicherheitsgefühl, ein mulmiges Gefühl ist der ständige Begleiter bei Fahrgästen, insbesondere in den Randzeiten und nachts. Dieses mulmige Gefühl ist leider gerade in NRW nicht unbegründet. Hier drei Schlagzeilen von einem einzigen Tag im Januar 2016. Pöbeleien gegen das Personal im Niers-Express in der Rheinischen Post, 24.01. Schaffner werden von Schwarzfahrern aufs Übelste beschimpft, ebenfalls in der Rheinischen Post. Versuchte Vergewaltigung im Regionalexpress, WZ, 24.01. Dazu kommen Hunderte von Schlagzeilen über Kriminalität im Umfeld des ÖPNV in Nordrhein-Westfalen. Fakt ist, dass es in den letzten Wochen und Monaten in nordrhein-westfälischen Bussen und Bahnen unsicherer geworden ist. Der einzelne Busfahrer, der einzelne Zugbegleiter, der einzelne Triebfahrzeugführer, jeder tut, was er kann. Doch die veränderten Rahmenbedingungen erfordern eine neue Sichtweise. Etwa 6 Millionen Menschen nutzen jeden Tag Busse und Bahnen in Nordrhein-Westfalen. Sie sind auf die Zuverlässigkeit der Verkehrsangebote ebenso angewiesen wie auf die Sicherheit während der Beförderung. Und Busse und Bahnen sind, anders als es die Piraten sehen, Teil des öffentlichen Raums. Fahrgäste, Zugbegleiter und Fahrpersonal haben Anspruch auf mehr Sicherheit. Dies zu gewährleisten, ist eine gemeinsame Aufgabe und grundsätzliche Verpflichtung erstens des Staates und zweitens aller Verkehrsunternehmen. Ich betone, es ist eine gemeinsame Aufgabe. Keine Seite darf sich hier zurücknehmen. In vielen Fällen ist das Wissen der Täter, unbeobachtet und anonym zu sein, ein begünstigender Tatauslöser. Es ist daher erwiesen, dass Videoüberwachung abschreckend wirkt und entscheidend bei der Aufklärung von Straftaten hilft. Diese Informationen haben wir ganz offiziell von der Bundespolizei. Wer also die Videoüberwachung in Bus und Bahn ablehnt, ist auf dem falschen Dampfer. In vielen, aber eben noch nicht in allen Bussen und Bahnen ist bereits Videotechnik installiert. Dies dient nicht nur der Abschreckung und Aufklärung, sondern gibt den Fahrgästen ein persönliches Sicherheitsgefühl. Wenn Sie, liebe Kollegen, hier solche Forderungen stellen, bedenken Sie aber auch, welches Signal an die Zugbegleiter und an die Busfahrer ausgesendet wird. Ich habe hier einen Fall vor Augen, den ich persönlich betreut habe. Ein Busfahrer wurde krankenhausreif geschlagen, als er sich einmischte, und zwar von einem Fahrgast, der sich unbeobachtet glaubte und massiv ein Mädchen belästigte. Deshalb ist neben der flächendeckenden Videotechnik eine verstärkte Präsenz von Begleitpersonal in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen unabdingbar. Uniformiertes Personal gibt den Fahrgästen besonders nach Einbruch der Dunkelheit ein Gefühl der Sicherheit. Und die Zugbegleiter selbst, wenn man sie fragt, wünschen sich in den Nachtstunden Doppelbesetzung im Interesse ihrer eigenen Sicherheit. Flankierend zu diesen Sofortmaßnahmen ist ein Sicherheitskonzept für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen dringend nötig, das auch den veränderten Herausforderungen im Bereich der inneren Sicherheit gerecht wird. Ein solches Konzept sollte die Landesregierung zügig zusammen mit den drei Zweckverbänden erarbeiten. Dazu hatten wir bereits im Januar 2016 als CDU folgenden Antrag gestellt. Sofortprogramm Sicherheit in Bussen und Bahnen. Die Landesregierung ist gefordert. Darin hatten wir ein Sicherheitskonzept unter anderem mit mehr Videoüberwachung gefordert. Wir wollen erreichen, dass es in Bus und Bahn sicherer wird. Leider wurde unser Antrag reflexartig von Rot und Grün abgelehnt. Ein frustrierendes Signal für tausende Zugbegleiter, Busfahrer, Straßenbahnfahrer und Lokführer, die sich über den CDU-Antrag gefreut hatten. An dieser Stelle vielen Dank an die Piraten für diese Aktuelle Stunde, denn sie geben uns damit die Gelegenheit, unseren Antrag und unsere sinnvollen Forderungen noch einmal im Plenum vorzustellen. Darüber hinaus ist das Thema Videoüberwachung im ÖPNV zurzeit aktueller denn je. Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf ihrer Frühjahrskonferenz in Heringsdorf am letzten Freitag für eine deutlich stärkere Videoüberwachung in Bussen und Bahnen ausgesprochen. Die Vorgabe des Datenschutzes soll dabei selbstverständlich gewahrt bleiben. Die grüne Fraktion im Deutschen Bundestag ist jedoch dagegen. Konkret sollen die Datenschutzbestimmungen den Regelungen im Bundespolizeigesetz angepasst werden.
Diese erlauben Videoaufnahmen im Eigentum der Deutschen Bahn, um Gefahren wie Sachbeschädigung oder terroristische Anschläge abzuwehren und deren einmonatige Speicherung. Der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag warnte vor einem Einstieg in die Totalüberwachung des öffentlichen Raums im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben. Das klingt bei den Piraten ganz ähnlich. Die Sprecherin für innere Sicherheit der Grünen im Bundestag sagte dazu, dass Videoüberwachung lediglich Ermittlungen unterstützen, Straftaten jedoch nicht verhindern könne. Dies ist ein klarer Widerspruch zu den Erfahrungen der Bundespolizei. Und jeder, der einmal Videoaufzeichnungen in Bussen und Bahnen eingeführt hat, der kann über den Rückgang von Vandalismus und Übergriffen im Fuhrpark berichten. Ich habe größte Sorgen, dass sich Rot-Grüne in NRW bei der Videoüberwachung in Bus und Bahn nicht einig ist und NRW damit erneut sprach- und handlungsunfähig bei einem wichtigen Thema der inneren Sicherheit ist. Einen nordrhein-westfälischen Sonderweg darf es beim Einsatz von Videoüberwachung in Bus und Bahn nicht geben. Bundesweite, länderübergreifende Standards sind absolut sinnvoll. Es kann nicht sein, dass ein Busfahrer die Videoüberwachung abschalten muss, wenn er mit seinem Linienbus in Willingen oder in der Eifel oder im Münsterland über die Landesgrenze fährt, nur weil Rot und Grün sich in Düsseldorf nicht einigen können. Für uns als CDU ist sonnenklar, die Sicherheit von Fahrgästen und Personal hat Vorfahrt. Und wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts gegen den Einsatz von Videotechnik in Bus und Bahn. Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, sagen Sie heute den Fahrgästen, Zugbegleitern und Fahrpersonal klipp und klar, ob Sie flächendeckende Videoaufzeichnungen für mehr Sicherheit in Bus und Bahn wollen oder nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rehbaum. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Herr Kollege Beu. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist kein Zufall, dass die Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion uns in ihrem Antrag direkt ansprechen, denn wenn es um Grundrechte geht, sind Bündnis 90 Die Grünen die kompetente Partei. Manche Grundrechte haben wir schon verteidigt, als sie noch nicht allgemein akzeptiert und noch nicht in Gesetzen festgeschrieben waren, beispielsweise der Umwelt- und Naturschutz, beispielsweise der Datenschutz. Die Bürgerrechtsbewegungen der 1970er Jahre waren Anlass zur Gründung unserer Partei, der Westdeutschen Grünen. Diese Werte und diese Menschen bilden das Fundament, auf dem meine Fraktion steht, die Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Deshalb begrüßen wir Grünen die Orientierungshilfe Videoüberwachung des Düsseldorfer Kreises vom September 2015. Sie ist ein wichtiger Leitfaden für die Weiterentwicklung des Datenschutzes im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Weil nicht jeder weiß, worüber sich der Düsseldorfer Kreis. Der Düsseldorfer Kreis ist ja bekannt, ist die Arbeitsgemeinschaft der Datenschützerinnen und Datenschützer des Bundes und der Länder, sich dort Gedanken gemacht hat, möchte ich ein paar Stichworte nennen. In dieser Orientierungshilfe für die Videoüberwachung im ÖPNV geht es um erstens die generelle Zulässigkeit der Videoüberwachung, zweitens die Maßnahmen vor Einrichtung einer Videoüberwachung und drittens die Grundsätze zur Durchführung dieser Videoüberwachung. Diese Erwägungen werden detailliert vollzogen und weitreichende Forderungen werden formuliert. Dem wird ein Grundsatz vorangestellt, den auch diese Landesregierung immer vertreten hat und weiterhin vertreten wird. Wir sagen, jede optisch-elektronische Überwachung des öffentlich zugänglichen Raumes muss dem Bundesdatenschutzgesetz und dem Landesdatenschutzgesetz entsprechen. Dies gilt natürlich auch für die Bahnhöfe, für die Haltestellen, für die Stadtbahnen und für die Busse, für alle Anlagen des ÖPNVs. Damit sind wir an dem entscheidenden Punkt. Diese Orientierungshilfe ist eine Seite der ewigen und unverzichtbaren Abwägung des staatlichen Handelns zwischen Freiheit und Sicherheit. Eine zweite Seite ist der Wunsch jedes Fahrgastes des öffentlichen Personennahverkehrs, sein Fahrziel gesund und ohne unzulässige Einschränkung seiner Grundrechte zu erreichen. Das ist nicht automatisch gewährleistet. Dazu braucht es Rahmenbedingungen. Die Landesregierung muss dafür Sorge tragen, diese zu gewährleisten. Die Aufgabenträger des öffentlichen Nahverkehrs müssen dafür Sorge tragen, die Verkehrsunternehmen und deren Beschäftigte müssen dafür Sorge tragen, die Fahrzeughersteller und Lieferanten müssen dafür Sorge tragen,
Nicht zuletzt tragen die Kolleginnen und Kollegen der Bundes- und Landespolizei täglich dafür Sorge, diese Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Deshalb ist es legitim, wenn der Landesverkehrsminister dieser Koalition über Verbesserungsmöglichkeiten im ÖPNV nachdenkt. Es braucht die ständige Beobachtung, Evaluation und Überarbeitung aller rechtlichen und technischen Zusammenhänge, um das komplexe System der öffentlichen Verkehre am Laufen zu halten. Ohne umfassende Sicherheitskonzepte wäre es unverantwortlich, tagtäglich Millionen Menschen quer durch die Republik zu transportieren. Zweifelsohne ist dies auch ein Thema für die Verkehrsministerkonferenz. Ein Baustein, ich betone, ein Baustein eines Sicherheitskonzeptes kann auch die Videoüberwachung sein. Ein Baustein von vielen. Mehr Personal vor Ort in den Tagesrandzeiten bleibt unverzichtbar. Wo nötig, werden die Wartungs- und Reinigungsintervalle verkürzt. Es gibt das Kompetenzzenter Sicherheit, das das Land eingerichtet hat. Es gibt die Datenbank der Zentralstelle für regionales Sicherheitsmanagement und Prävention, in der alle sicherheitsrelevanten Vorfälle erfasst werden. Die Aufgabenträger sind bereits auf vielen Ebenen aktiv. Wenn man diese Anforderungen an dem ÖPNV mit der Orientierungshilfe des Düsseldorfer Kreises zusammen denkt, dann werden schnell einige Punkte sichtbar, über die wir in der heutigen Zeit diskutieren müssen. Genau das tun wir, fortwährend. Ich darf sagen, wir hätten es begrüßt, wenn sich wie vor 15 Jahren alle Beteiligten, die Datenschutzbeauftragten, die Verkehrsunternehmen, die Verbände zusammengesetzt und gemeinsam eine möglichst konsensuale Position zum Thema Sicherheit und Videoüberwachung im ÖPNV ausgearbeitet haben. Es ist kein Geheimnis, beide Seiten liegen aktuell auseinander, was ihre Sicht der Dinge betrifft. Der Verband der Verkehrsunternehmen, der Dachverband, also der öffentlichen Verkehrsunternehmen VDV, fordert die Aufhebung aller Einschränkungen. Die Datenschützer fordern eher ihre Verschärfung. Es wäre im Interesse aller und ein positives Zeichen gewesen, diese Klärung zu leisten und dann gemeinsam die stattgefundene technische Weiterentwicklung auf Basis der Erfahrungen der letzten 15 Jahre nachzuvollziehen. Vielleicht gelingt es noch. Wir Grüne würden uns darüber sehr freuen. Die Diskussion ist aber kein Konflikt innerhalb der Koalitionsfraktionen. Deshalb läuft die Initiative der Piraten hier ins Leere. Die Bürgerinnen und Bürger lassen sich mit solchen Anträgen oder solchen Anfragen und auch aktuellen Stunden nicht beeindrucken. Das gilt auch für den hier wiederholten CDU-Antrag. Wir stehen für die Freiheit und für die Sicherheit der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen. Darauf können Sie sicher sein. Das werden wir auch weiterhin tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beu. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Lürbke. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Antragsteller haben ja ihre Beantragung der Aktuellen Stunde mit der Frage überschrieben: Wollen wir Videoüberwachung total? Das kann ich für die Freien Demokraten recht schnell und in aller Kürze beantworten. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen keine flächendeckende Videoüberwachung. Wir wollen stattdessen lieber eine tatsächliche Stärkung der inneren Sicherheit. Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, sie brauchen doch mehr einsetzbare Köpfe auf der Straße, anstatt noch mehr Bilder von der Straße. Und deswegen brauchen wir definitiv mehr Personal bei Polizei, bei den Sicherheitsbehörden, aber auch bei der Justiz. Ich glaube, damit wäre der Sicherheit im Land wesentlich mehr gedient. Soweit, so bekannt, so oft hier im Grunde auch schon diskutiert. Aber das ist letztendlich der eigentliche Knackpunkt. Denn ohne flankierende, ergänzende Maßnahmen kann Videobeobachtung keine Wirksamkeit entfalten. Ansonsten diskutieren wir hier in der Tat tatsächlich über Scheinsicherheiten. Denn klar ist doch, die Kamera selbst, sie verhindert keine Straftaten. Das tun